Jo, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Live in the Woods. So, jetzt schaut erstmal mit hier weg. Und da sind wir wieder. Natürlich seht ihr jetzt auch, leider bin ich neu gestartet. Das hat die einfache Begründung. Ich hatte meinen Computer neu aufsetzen müssen. Und da lief so einiges schief, was hätte nicht sein dürfen, sollen, müssen, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich hatte das extern gespeichert, mein Spiel und ein paar andere Sachen, die jetzt leider alle verloren gegangen sind, weil das Speichermedium irgendwie defekt war. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, kann man jetzt leider auch nicht wirklich ändern. Deswegen machen wir das Beste daraus. Hoppala, jetzt kriege ich einen Schluck auf. Das ist auch mal geil. Die ganze Zeit keinen Schluck auf. Kaum schaltet man die Aufnahme, kriegt man einen Schluck auf. Das ist doch voll zum Kotzen, oder? Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt darauf konzentrieren, möglichst schnell voranzukommen. Also eine Hütte zu bauen, nicht unbedingt jetzt, aber zumindest schon mal die ersten Sachen abzubauen, zu überleben, Nahrungsmittel zu finden, schnell andere Werkzeuge. Da hinten habe ich gerade Kühe gesehen, glaube ich. Ne, ein Schaf. Oh, Bams. Nehmen wir die Spitzhacke, um das zu... Ich glaube, das macht vielleicht mehr Schaden. Ey, einmal Wolle schon. Einmal Wolle. Hier könnten wir auch gleich mal gucken. Können wir gleich ein bisschen Stein mitnehmen. Die ersten Steinwerkzeuge bauen. Das hilft uns natürlich auch enorm weiter schon mal. Und außerdem können wir aus Leder, aus verrottetem Fleisch Leder herstellen, indem wir das brennen, was uns natürlich auch enorm weiterhelfen kann. Ne, vor allem, wenn man gerade mit Zombies, also mit Monstern generell spielt, die erste Nacht gleich ein paar Zombies hoffentlich niedermähen und da dann ein bisschen Leder bekommen. Das wäre richtig, richtig gut. Ich überlege gerade, wir machen mal die Lava weg. Oder, nee, dann wird es zu dunkel. Wir leiten das ein bisschen um hier. So. Ich hoffe, wir finden hier vielleicht gleich ein bisschen Eisen. Na, schade. Aber zumindest dies hier schon mal ein bisschen Kohle. Das ist natürlich auch viel, viel wert. Denn auch Kohle brauchen wir auf jeden Fall. En masse. Also da werden wir massig brauchen. Wie immer. Deswegen nehmen wir sie gleich mal mit. Ich hoffe, bei einer Höhle ist es ja eigentlich egal, ob Tag oder Nacht ist. Ich stelle mal hier ein wenig auf. Auf helle, aber ich glaube, da seht ihr trotzdem auch nicht viel mehr. Nee, ich glaube, das bringt euch persönlich leider nichts. Okay. Aber ist egal. Zumindest mir bringt's was. So, die nehmen wir noch mit. Das sind auch immer so riesen Vorkommen, ne? Da vorne war ja auch noch was. Und dann müssen wir auf jeden Fall gerade in den ersten Nacht ein bisschen schauen, dass wir vielleicht ein bisschen vorankommen. Wir brauchen ein bisschen was zu essen. Ein Bett wäre natürlich mega gut, wenn wir das hätten sofort. Leider war jetzt gerade nur ein Schaf im Blickwinkel. Ich hätte vielleicht Ausschau halten sollen nach dem zweiten. Aber ich bin gerade mega unter Zeitdruck. Also ich setze mich immer selber unter Zeitdruck. Ja, also so in der ersten Nacht. Das ist für mich immer ganz schlimm. Da mache ich mir totalen Stress, obwohl es eigentlich nicht unbedingt notwendig ist. Mittlerweile in Life in the Woods, oder was heißt mittlerweile? Man kann sich in Life in the Woods ja auch ein Bett natürlich aus Weizen machen. Das Problem ist, dafür bräuchten wir erstmal Weizen. Und selbst den haben wir ja nicht. Hm? Das heißt, wir sind nach wie vor auf Wolle angewiesen. Oh Gott, das... Guck mal.
Jetzt haben wir hier überall Sand darüber. Das macht es natürlich ein bisschen doof, hier die Kohle abzubauen. Guck mal da eben da drunter. Darunter kommt Sand. Da brauchen wir also nicht. So. Ach, da ist auch noch. Wir müssen den mal unbedingt wegbauen hier. Dass der vielleicht erstmal frei liegt. Und dann können wir nämlich in Ruhe diese Kohle auch abbauen. Okay. So. Direkt mal Steinwerkzeug bauen. Dann sind wir schon mal eine Nummer weiter. Ihr seht, ich versuche gerade wirklich, mich ein bisschen zu beeilen. Es ist gerade ein bisschen hektisch, für mich zumindest. Weil ich auch einfach... Ja, es ist auch so diese Frustration, dass das einfach alles weg ist. Diese ganze Arbeit, die ich mir selber auch gemacht habe. Und man hat sich auch darüber gefreut, über diese Fortschritte, die man dann hat, also im Haus. Und... Ja... Also, es wird nicht jetzt genau dasselbe Haus wieder, ne, das möchte ich von vornherein schon mal sagen. Ist, glaube ich, auch, wäre auch blöd, dasselbe nochmal nachzubauen, das ist ja auch langweilig. Auch für einen selber, deswegen, also da ist natürlich ein bisschen was Neues jetzt gekommen. Ich habe da auch schon so eine Idee. Ob die Idee das jetzt bleibt, ist natürlich eine andere Sache, weil man muss es ja auch an die Umgebung anpassen. Schafe. Ich hätte mir vielleicht mal ein Schwert machen sollen. Ein Steinschwert. Ach, jetzt kommt ihr hier runter, oder was? So, Bams. Ey, wir können uns ein Bett bauen. Das ist mega gut. Drei Schafe, dreimal verschiedene Wollarten. Dreimal verschiedene Wollarten. Ja, ja. Okay. Das wird ein bisschen. Das wird ein buntes Bett. Ist nicht schlimm, nehmen wir auch. Ja, dann könnten wir uns aber auch gleich. Ach, das wollte ich gar nicht. Ist egal. Komm. Gleich mal. Das hier bauen. Ja, was nehmen wir noch? Eine Steinschaufel nehmen wir noch. Und natürlich ein Steinschwert. Ist, glaube ich, das Wichtigste eigentlich, was wir brauchen. Bams. Okay, das ist schon mal super. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Bett und damit fühle ich mich auch schon ein wenig sicherer. Könnten noch mal ein paar Fackeln machen. Also mit Sand hier, das ist ein bisschen doof. Aber den Bernstein, den brauchen wir immer gar nicht. Also ich habe den echt noch nie eingesetzt für irgendwas. Aber na, bei Traumcraft weiß ich halt auch nicht, ob er da nachher wirklich enorm wichtig wird oder geht so. Eigentlich unser FPS hier war liegt bei 32. Ist alles in Ordnung. Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein, ne? Weil es ist jetzt auch das schlechteste Biom, um das auszutesten. Achso, guck mal, hier ist mit Strömung. Alles natürlich... Ach, Mann, mega gut. Es sind auch ohne Ende Schafe. Alter! Boah, nee. Wir müssen aus diesem Biom raus. Sobald hier ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, das wird einfach so scheiße. Aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen Fleisch. Und die Wolle, ja, gut, ne? Oh, wir müssen das Bett aufstellen. Machen wir sofort hier. Komm, zack.
Halt diese Biome, die sind echt für meinen Computer nicht sehr gut geeignet. Ich glaube auch für viele, würde ich es behaupten. Ja, das ist halt einfach auch Minecraft und vor allem mit so vielen Mods, da kommt es schnell zu Lecks. Ist ein bisschen schade, aber mal, wenn wir vielleicht gleich noch mal. Ah, beides ist. Ich konnte mit den Blättern, das habe ich hier eh schon ausgestellt. Gut, man könnte zur Not noch den Shader ausstellen. Aber das will ich ja gar nicht. Das sieht ja einfach nicht mehr schön aus, dann auch, wenn der Shader weg ist. Da unten sehe ich gerade auch Zuckerrohr. Und zum Pilzgarten. Ich wollte ja eigentlich, fällt mir gerade ein, die Nacht gar nicht überspringen, weil ich ja Zombies töten wollte. Hallo? Na gut, war jetzt vielleicht ein bisschen unüberlegt. Naja, gut. Wir schauen erstmal, vielleicht sammeln wir doch erst tatsächlich mal ein bisschen Nahrungsmittel, wenn wir welche finden sollten. Weiß auch nicht, wo wir hin wollen, so wirklich. Also, in ein weniger bewuchertes Biom vielleicht. Guck mal, da ist ein, ist das ein Tropengarten? Ich glaube, da, das ist ein Tropengarten, ne? Tropischer Garten. Zick. Mal gucken. Zick. Was haben wir da Schönes? Kiwi, Sesamseeds, Curry Leaves und eine Ananas. Oh, zwei Ananas. Sehr geil. Hier ist immer eine Schlange. Da hinten. Okay. Wir lassen sie einfach mal in Frieden ruhen. In der Hoffnung, dass die uns nichts tut. Da hinten sehe ich noch ein, das ist glaube ich, ein Blattgarten. Ne, wie heißen die denn? Ach Gott, mit diesen ganzen Gartendingern komme ich durcheinander. Ich verwechsel auch diese scheiß Sträucher stehen nicht mit einem Boden. Mit einem Bodengarten. Mann. Blattgarten. Doch, tatsächlich. Salat. Artischocke. Okay. Ach. Wir sammeln sie jetzt erstmal wieder alle so auf. Jetzt ist unser Inventar gleich voll. Lange da, guck mal. Sehr gut. Ein Stoffgarn. Nehmen wir auch mit. Sehr, sehr gerne. Und natürlich auch das sämtliche Zuckerrohr. So, hier ist ein bisschen Ton. Na, Rohrkolben. Ich glaube, da kann man auch was draus machen, aber. Ach Gott, ich sollte was anderes in die Hand nehmen. Auf jeden Fall der Stoffgarten, der ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Vor allem nachher, wenn wir Rucksäcke craften wollen. Also die großen. Da werden wir ohne Ende Fäden brauchen. Warum sind denn so viele Schlangen hier? War noch Zuckerrohr, aber ich glaube, Zuckerrohr müssen wir jetzt nicht alles mitnehmen. Da ist noch ein Blattgarten. Also ich nehme erstmal die Teile mit und wir gucken nachher, was drin ist, weil wenn ich die jetzt alle öffne, dann haben wir so viel im Inventar, das halt so schnell voll ist. So. Puh, Gott, wo gehen wir denn hin? Gute Frage, nächste Frage. Sind das hier sicher? Ach, meine Güte. Schweine. Oh. Mega gut. Mega gut. Vier sicher, Tatsache.
Aber der ist noch nicht reif. Willst ja auch keine unreifen Pfirsiche abernten. Ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, ob man die überhaupt mitnehmen kann, wenn die noch nicht reif sind. Zumindest einmal mitnehmen. Unser Inventar ist voll. Unser Inventar ist voll. Das ist doof. Aber wir müssen gleich sowieso was zu essen craften, damit wir nicht verhungern. Ich habe hier beinahe übersehen. Gottes Willen. Das ist eindeutig. Zu spät. Na, wo gehen wir denn mal hin? Och, ein Schaf. Was machst du denn hier so alleine? Och, ups. Ach. Och, das tut mir mal leid. Das wollte ich nicht. Na, ganz ernsthaft. Das, oh, das. Och, oh Gott. Ah, oh, das tut mir leid. Wirklich. Müsst ihr mir glauben. Es sind überall so komische Biome, wie ich finde. Das ist nicht das, was ich mir so vorstellen würde. Oh, es leckt auch unglaublich scheiße. Aber es gibt einfach so viele Schafe hier, ne? So, spätestens jetzt werden wir irgendwie wo was rauswerfen müssen. Da wir jetzt eh ein Bett haben. Komm, schmeiß mir das mal raus. Und töten noch die restlichen Schafe hier, damit wir was zu futtern haben. Die Wolle ist mir eigentlich recht egal momentan noch. Wie gesagt, das könnten wir nachher alles über die Baumwolle machen, aber. Dafür müssen wir natürlich auch erstmal. Da fällt mir gerade ein. Ah, Gott, ich wollte doch. Ich wollte doch gucken, was das da vorne ist. Ob das Kupfer ist. Ein Kupferkies. Okay, weil Kupferkies möchte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Unbedingt. War das Goldkies? Ja, das würde ich mir schon mal einsacken und ein bisschen wegschleppen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Wenn ich jetzt wieder finde. War da vorne. Und vielleicht versuchen wir jetzt auch gleich diese Nacht mal zu überleben. Zumindest so weit, dass wir 8-mal verrottetes Fleisch bekommen. Oder 16, da könnten wir zwei kleine Rucksäcke machen. Wir bräuchten aber erstmal einen Ofen. Weil wir müssten was essen. Hab ich vorher noch dieses Goldkies eigentlich gerne einsacken. Droppt das gar nicht? Scheiße. Ja, braucht man wahrscheinlich eine Steinschaufel für. Eine Eisenschaufel. Das ist ja mies. Scheiße. Wir haben auch gar nicht genug Stein. Nein, ey. Kommt jetzt hier. Stein, Stein, Stein. Wir brauchen Stein.